Hallo, wir wollen jetzt mal reinschauen, was denkt dein Gegenüber gerade in deine Richtung? Ja, über Neuanfang denkt dein Gegenüber gerade nach, über mehr Leichtigkeit, sich vielleicht auch einfach mal in die Situation mit euch beiden reinzuschmeißen, ohne weiter drüber nachzudenken, weil hier ist absolut die Liebe, was man hier gerade sehen, ne, bei dir und deinem Gegenüber. Also vielleicht ist er gerade so ein bisschen bisschen Atter im Kopf, würde ich jetzt mal so sagen. Und es geht hier aber noch um eine Zusammenkunft. Ne? Vielleicht möchte man sich hier irgendwo mit dir treffen, wo es sicher ist, sehe ich jetzt. Und dein Gegenüber denkt auch darüber nach, hier mit einer gewissen Strategie in deine Richtung vorzugehen, weil dieser Mensch etwas Sicheres mit dir haben möchte. So, wir gucken mal noch ganz kurz mit den Lennys rein. Was denkt dein Gegenüber noch? Er denkt hier darüber nach, dir etwas zu offenbaren, etwas zu sagen, vielleicht auch ein neues Kapitel mit dir zu eröffnen. Und zwar, ja, Kommunikation. Man möchte dir etwas sagen. Was möchte man denn sagen? Dass man was Sicheres mit dir will, dass man hier eine Lösung gefunden hat, ja, die einen auch hier zu mehr Klarheit bringt. Man wünscht sich hier etwas Sicheres mit dir. Wow. Ich will mal gucken, was dein Gegenüber dir noch sagen möchte mit den Orakelkarten. Da lasse ich mal was springen. Also, dein Gegenüber, oh, meine Güte. Ach du meine Güte. Dein Gegenüber möchte dir sagen, und da freue ich mich riesig für dich, wenn das mit dir in Resonanz geht, lass uns beide durchs Leben tanzen und jetzt kommt der absolute Oberknüller. Willst du meine Frau werden? Das sagt dir dein Gegenüber. Wow. Vielleicht kriegst du auch einen Heiratsantrag. So, ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe. Bis bald. Ciao.